kann ich den nämlich nicht entdecken. Wo? Nuttler Technology. Alles klar. Ich muss erst mal gucken, wie komme ich hier hoch. Möglichst ohne noch 80 Umwege zu gehen. Du bist aber nicht für mich in Reichweite. Das ist mein Problem. Jetzt habe ich dich in Reichweite. Immer noch nicht. Jetzt aber. Weg ist er vom Fenster. Ah, falscher Knopf. Als ob ich keine Medipacks mehr habe. Das ist ja voll assi. Ich bin hier halt tot und habe kein Medipack. Okay, scheinbar sind die da zu blöd für alles. Okay. Alles klar. Ich muss jetzt mal gucken. Oh, da war ein Medipack. Ja gut, hab ich gesagt, dass ich blöd bin. Ja, hab ich gesagt. Wir müssen jetzt hier hinten lang. Bei die Flugzeuge. Ja, nee, ist klar, ne? Habt ihr das gesehen mit seiner Waffe? Das ist extrem beschissen und seltsam. Genauso wie die Tatsache, dass die zwei Spacken mich gerade nicht gesehen haben. Das Spiel spackt rum und schmeißt auf einmal Bugs raus, die da nie drin waren. Ja, sowas passiert, wenn man die Dateien auf den USB-Stick ziehen muss, was schon mal 80.000 Jahre dauert, dann die auf dem PC installieren muss. Ja, da kann unter anderem solche Fehler passieren, weil manche Dateien irgendwie von der CD nicht runtergezogen werden können. Zum Beispiel der Computer mit Spielelauncher. Ja, ich habe das Spiel aus der Computerbildspiele. Ich bin mir relativ sicher, dass hinten noch ein Hund ist. Wie löst ich denn den Adrenalin-Move aus? Hey. Das Spiel hat echt den Button. Ja, den Glorious Button of Camera für die schlechteste Kamera in einem Videogame verdient. Du Hund! Was? Ja, nee, ist klar, ne? Merkst du selber, ne? Verdammt. Sowas nennt man Intelligenzlevel 9000. Der Typ hat 100 pro studiert. Nicht.
bis ich sie töte. Selbst das würde das Artefakt nicht... Wir laufen voll Wasser. Verdammt. Wir reden später weiter. Wirklich schön, dich wiederzusehen, Lara. Die Unterhaltungsmöglichkeiten in diesem Probenglas sind begrenzt. Meine größte Erheiterung ist es, Amanda zu beobachten, wie sie dir nachjagt. Jacqueline Nadler, Sie wollen wohl ewig leben. Das musst gerade du sagen. Sie haben Amanda von Avalon erzählt. Wir haben nicht viel Zeit. Überleg dir also gut, was du fragst. Was wissen Sie über meine Mutter? Das Podium, das ihr in Nepal entdeckt habt, ist Teil eines, sagen wir, eines Reisegeflechts. Es brachte deine Mutter nach Avalon. Mein Vater hat nach Avalon gegraben, aber nur Niflheim gefunden. Wie ist es dazu gekommen? Richard hat die falsche nordische Unterwelt gefunden. Deine Mutter ist nicht in Niflheim. Sie ist in Helheim. Wo ist das? Das werde ich dir sagen. Irgendwann. Aber wenn es soweit ist, brauchst du Thors Hammer, um hineinzukommen. Vielleicht hast du ja mehr Glück auf der Suche als dein Vater. Was wollen Sie damit sagen? Deine Antwort liegt an der Westküste Thailands. 17. Breitengrad. Reich der Toten. Tagebucheintrag freigeschalten. Moment. Da muss ich lang. Ja, das wird super. Wir müssen da lang, weil es da brennt. Oder auch nicht. Wow. Ich bin wirklich so ein G. Dann renn doch. Mein Gott. Das war knapp. Alter, was... Was backt denn das Spiel schon wieder rum? Und hoch. Ich habe Angst, von den Dingern erschlagen zu werden. Das ist mir nämlich schon mal passiert. Das ist nicht toll. Das ist so scheiße. Moment, da muss ich hin. Wirklich, ich könnte den Idioten zusammenschlagen, der sich für die Scheiße eingesetzt hat. Genauso wie den Typen, der in Tomb Raider 6 für die Aktionsleiste zuständig war. Wie kommt man auf so eine dumme Idee? Thailand. Laut Natlas in Avalon und die nordische Unterwelt Helheim ein und derselbe Ort. Niemand kann das Reich ohne Mjölnir, den Hammer von des Donnergottes Thor, betreten. Hat mein Vater in Thailand etwa nach Thors Hammer gesucht? Das sieht besser aus und wir nehmen die Maschinenpistole. Damit kannst du alle wegrecken. Bitte laden Sie schneller. Ich habe keine Zeit.
Ich dachte jetzt schon. Wunderschöne Vögel. Keine der Ruinen ist von hier unten zu sehen. Und wenn Vater hier gewesen ist, hat er keine Spuren hinterlassen. Was zum Teufel hat Thailand mit Wikingern? Oder Ruinen unter dem Mittelmeer zu tun? Oder mit Avalon? Helheimsip. Verschiedene Mythen benutzen unterschiedliche Namen, aber es geht immer um dieselben Relikte aus der antiken Welt. Und eines dieser Relikte lebt immer noch. Ich möchte nicht in Amandas Haut stecken, falls Nagla freikommt. Und ich möchte in keinem von uns stecken. Überreste. Tagebucheintrag freigeschaltet. Und was hier passiert in Tomb Raider Part, dem nächsten... Ja, ich kann nicht reden. Also, was ist ab hier in Tomb Raider... Was mache ich denn? So, jetzt. Und was ist ab hier in Tomb Raider Underworld? Jetzt habe ich's. Passiert sie wieder in dem nächsten Part von Tomb Raider Underworld. Bis dahin, ciao.